Hallo nochmal. Ja, und ihr seht schon wieder ein Paket. Und zwar, wie angekündigt, von Stampin' Up habe ich noch ein paar Sachen bestellt. Diesmal nicht so viele. Nur ein paar Sachen, die ich noch brauchte. Und wir schauen gleich mal rein. Und zwar als erstes liegt ganz oben drauf mein Celebration-Geschenk, was ich mir aussuchen durfte. Das ist dieses hier. Ja, und ich fand diese Blümchen so schön, also die Sprüche auch, aber diese Blümchen, die kann man ganz toll kolorieren und die sind so in, ja, wie soll man das sagen, so 3D-effektmäßig. Und da kann man ganz coole Sachen draus machen. Und ich befürchte gerade, ja, ich befürchte richtig, dass sie mir hier das Holzding geschickt haben, die Holzstempel, obwohl ich die normalen Stempel bestellt habe, nicht die Holzteile. Mit den Sachen kenne ich mich überhaupt nicht aus. Das habe ich auch noch nie gemacht und bin auch der Meinung, ich habe die Clear Stamps bestellt. Oder beziehungsweise die, die man für die Acrylblöcke benutzen kann und nicht die, die man mit Holzstempeln kriegt. Da muss ich nochmal auf meine Bestellung gucken, weil ich möchte hier eigentlich nicht diese Holzstempel rumfliegen haben, ehrlich gesagt. Das ist mir ein bisschen zu. Also eigentlich achte ich da immer drauf, dass ich die so bestelle, dass es nicht mit Holzstempeln ist, weil ich da einfach nicht so gut mit klarkomme. Beziehungsweise, ja, ich habe es ja noch nicht wirklich ausprobiert, also nicht von Stampin' Up, aber von anderen Herstellern halt. Und ich komme mit diesen Holzdingern einfach nicht gut klar. Ich glaube, die werden leider wieder zurückgehen und ja, werde die reklamieren und werde sagen, hier, ich habe die anderen bestellt. Und ja, ich zeige euch mal, hier ist dieses süße Reh, was ich vorhin in dem anderen Video gesagt habe, weil ich dieses Set wirklich nur wegen diesem Reh bestellt habe, weil ich es einfach so süß fand. Hello friend, bring the sunshine und ja, thank you so much. Das sind halt alles solche englischen Sachen, die auch wieder ganz einfach sind. Und hier ist auch ein Osterhasi dabei, kommt ja auch bald. Von daher und hier für den Sommer, ne, etwas Süßes für jemand Süßen, finde ich auch total süß. Süß, süß, süß. Okay, ja, also das ist dieses Set und ja, wie gesagt, ich schaue noch mal in meiner Bestellung nach und rufe nachher gleich beim Support an und das geht eigentlich immer ganz fix, dass die dann das Richtige schicken. Dann brauchte ich unbedingt neue Schneideklingen für mein Schneidebrett, weil das jetzt echt stumpf war. Also es ging jetzt schon nicht mehr von der Seite, sondern nein, es ging nicht mehr von der Seite, es ging nur noch von der. Und ja, deswegen musste ich jetzt unbedingt neue Schneideklingen haben. Dann habe ich mir ausnahmsweise mal Papier mitbestellt und zwar habe ich mir diese hier bestellt, Farbkarton und das ist Babyglück heißt das Ganze und das sind hier alles so Pastelltöne, also was heißt alles, es ist ein Gelb, es ist Weiß, es ist so ein Blau und es ist ein Rosa und ich fand die einfach so, so schön. Und dazu passendes Designpapier. Und da bin ich mal gespannt, weil das ist das erste DC, was ich von Action habe. Von Action, Quatsch. Von Stamping Up. Und da habe ich jetzt aber einen riesen Unterschied durcheinander geworfen, sowohl in Qualität wie auch im Preis. So, und so sieht dann dieses Papier aus. Von der Seite so. Von der anderen so und das zeige ich mal langsamer, weil das könnte euch interessieren, weil ihr das wahrscheinlich noch nicht so häufig gesehen habt. Ja, und da im April die One Stage kommt, wo ich dann hinfahren werde und natürlich auch meine Kamera mitnehmen werde und da auch ein bisschen berichten werde, da kann man, da muss man nicht, man muss gar nichts, aber man kann. Ach, wie nennen sich die Dinger denn jetzt? Man kann so kleine Geschenkchen machen, die haben auch einen speziellen Namen, ich komme jetzt nur gerade nicht drauf. Und die kann man tauschen. Und mit umso mehr Leuten man tauscht, erstens tauscht man so auch Kontakte aus, man kommt mit den Leuten ins Gespräch und man hat eben süße Kleinigkeiten, ich lasse es jetzt einfach draußen, man hat süße Kleinigkeiten, die man eben von dort mitbringt. Und ja, hat noch ein paar Anregungen, Ideen, was man eben so
vielleicht noch basteln kann. Und ja, finde ich eine super Idee und deswegen wollte ich das gerne machen. Und dafür muss ich halt ein wenig basteln und ich brauche halt Dinge, die aus dem aktuellen Katalog sind. Und deswegen dieses Teil hier. Und dies, glaube ich, doch, das geht auch noch. Das ist aus dem Frühjahr-Sommer-Katalog. Der geht noch bis Mai. Also das dürfte ich auch verwenden, dieses Set. Nur dieses hier nicht, weil das aus der Celebration ist. Und die Celebration ist dann nicht mehr aktuell und das dürfte ich halt nicht benutzen. Aber diese Sachen hier, die dürfte ich halt benutzen. Und da wollte ich mir was Schönes überlegen und was machen und dann halt diese kleinen Goodies machen. Allerdings sollte man schon 20 Stück davon machen und da sitzt man dann auch ein bisschen dran. Deswegen muss ich mich sputen und werde mir mal überlegen, was ich da mache. Die kann ich natürlich nicht vorher zeigen, die kann ich dann erst nach dem One Stage zeigen. Ihr Lieben, das war es schon wieder. Wie gesagt, so viel war es heute nicht. Waren nur so ein paar Kleinigkeiten, die ich bestellt habe. Um diese Bestellung kümmere ich mich gleich. Und euch sage ich für heute, tschüss, macht's gut, habt einen schönen Tag.